Guten Tag. In der heutigen Folge werden wir hier rechts die Gebäudefront ein wenig weiter nach oben erheben, damit auch das äußere Erscheinungsbild des Herrenhauses immer weiter der Vollkommenheit hinzustrebt. Und das Schöne ist, dabei kann man schön reden, also war ich noch nicht genug zum Reden dabei. Der Frühjahrsputz ging im Badezimmer weiter. Ach, Badezimmer. Ich meine, Badezimmer ist ja schon mal nicht so viel zum Aufräumen, das ist schon mal gut. Aber putzen, putzen, putzen. Putzen, putzen, putzen. Ja, auf jeden Fall. Dusche putzen. Alles andere putzen. Ja, putzen nicht gut. Ich hoffe, ich habe diesmal die richtigen Nähartikel dabei. So. Ah, geht ja hier schon los, okay. Und dann, besonders schlimm ist es hier hinterm Klo. Da kommt mein Staubsaugerroboter nicht gut dran. Und da komme ich auch nicht gut dran. Dann habe ich da einfach mal ein bisschen Wasser quasi hingeschüttet, damit der ganze Staub, der dort ist, einfach mal weggeschwemmt wird. Ja gut, blöderweise war der dann nass und... Nee, das brauche ich nicht. Ja, blöderweise war der dann nass und... Ich habe übrigens im Off auch neue Fichten gefarmt. Und, ja... Da muss ich immer warten, bis er wieder trocken ist. Jetzt ist er wieder trocken. Aber weiterhin... jetzt kann man ihn auch besser sehen. Weil er jetzt zu einem Klumpen zusammen gepfercht wurde vom Wasser. Wieso werden eigentlich. Wird eigentlich schon wieder dumm, wenn ich hier oben bin. Weiterhin kann ich sagen, weder der Staubsaugerroboter noch ich komme da gut hin. Vielleicht müsste ich mal den antiken Roboter aus dem Keller holen. Weil der hat so ein Rohr, mit dem kann man besser zu Ecken. Auf jeden Fall ist damit dann eigentlich bis aufs Arbeitszimmer alles erledigt. Wie weit gehe ich eigentlich nach hier? Ich glaube, ich gehe mal noch bis nach hier. Also, wieso laufe ich eigentlich bis ganz nach hinten? Ich kann doch einfach hier hochgehen. So. Und ja, das Arbeitszimmer, sagte ich ja bereits, das wird Monate dauern. Ja. Das ist dann mein nächstes Ziel. Gerade weil ich halt wusste, dass das Arbeitszimmer als letztes ankommt, wurde halt auch viel abgelegt. Aber ich sollte innerhalb von 2 Wochen damit fertig werden, weil dann kommt eventuell Besuch und ich bräuchte das Gästebett mal wieder, das hier im Arbeitszimmer steht. Das wäre schon praktisch. So. Und ich muss auch bald mal wieder Netherrack farmen. Das macht ja so viel Spaß. So. Aber ich bin hier... Ah ja gut, aber immerhin, vielleicht schaffe ich es hier jetzt... Das ist ja die obere Schicht. Vielleicht schaffe ich das hier noch einmal rumzukommen. Das wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Dann kann ich noch ein bisschen Netherrack farmen gehen. Wobei natürlich nicht hier in dem Gebiet Netherrack farme. Wird knapp. Sondern, ich gehe ja dafür dann extra ins 16er Gebiet. Weil wenn man schon Netherrack farmt, dann habe ich nichts dagegen, wenn zwischendurch auch noch ein kleiner Netherite. Beziehungsweise ist ja dann erstmal nur antiker Schrott. Wenn da sowas dann auch noch rumkommt. Ja, ich hab's geschafft. Na, das ist doch gut. Und die Sterne stehen am Himmel. Dann kann ich auch direkt... Ah, und ich höre schon Monster. Wo läuft denn hier jetzt ein Monster rum? Achso, hier drin ist nicht ausgeleuchtet, oder? Ah, von hier kann ich es nicht sehen. Ist ja jetzt... Ne, hier ist noch kein Geselle. Naja. Bevor ich in den Nether laufe... Das ist ja ein bisschen weiter. Mache ich jetzt erst hier drüben das bei den Schafen, weil da muss ich nicht in der Folge hin und zurücklaufen. Dann kann ich das Zurücklaufen im Off machen. So, welche Farbe ist denn das nächstes dran? Dafür muss ich jetzt erstmal wieder zum Schaffarm laufen. Und der Schaffarm kann mir dann verraten, welche Farbe als nächstes dran ist. Weil ich nehme dann einfach die, die nach Magenta kommt. Ich hätte letzte Folge Magenta. Das heißt, welche Farbe ist nach Magenta dran? Die, die neben Magenta im Schaffarm zu sehen ist. Und das werden wir jetzt schnell rausfinden. So, hier sind wir beim Schaffarm. Alles, was ich von Magenta noch über habe, kann ich ja auch direkt wieder ablegen. Und dann schauen wir mal, als nächstes kommt Orange. Wie viel Teppich habe ich denn letztes Mal gebraucht? Ich weiß nicht mehr. Naja. Ich sollte halt ein bisschen Platz im Inventar lassen gleich. Warte mal, quasi hier oben ist auch wahrscheinlich eh schon wieder alles voll in den Grund, die zu sortieren sind, oder? Nee. Was lege ich denn mal ab? Hier Erde kann ich ablegen, Fichte, das. Ja, das werde ich hinterher wahrscheinlich wieder suchen, naja.
Das, das, das kann ich alles ablegen. Ja, dann habe ich ein bisschen Platz für... Nee, hier, die Erde kann auch noch weg. So, dann habe ich ein bisschen Platz im Inventar gleich für Netherrack. Da ist ja blöd, wenn man mit dem vollen Inventar dann bis zum 1.16er Gebiet läuft und dann nur ein Stück Netherrack also mitnehmen kann. Voll uncool, ey. So, und ich mache hiervon noch erstmal nur einen in Teppiche. Ich habe nämlich letztes Mal gar nicht... Wobei, ja, einer in Teppiche reicht doch vollkommen aus. Das sind ja fast 100 Stück. Und ich brauche noch nur 40. Gut, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Mal schauen, hier war Magenta. Ah, hier sind ja echt schon so viele mit einer anderen Farbe drin. Ach, Farbstoff habe ich ja vergessen. So, wie geht's euch denn? Ach, ihr seid schon... Warte mal, ihr seid schon gewachsen. Da kann ich euch erst nochmal füttern. So, okay. Ah, brauche ich ja gleich noch orangen Farbstoff. So. Dann wollen wir, dann wollen wir mal hier rüber gehen. So. Damit alle auch direkt wissen, hier gehören die orangen Schafe rein. Ihr habt die falsche Farbe, wisst ihr das? So, dann muss ich jetzt, wie viel seid ihr denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schafe! Brauche ich 6 mal einen orangen Farbstoff? Brauche ich demnächst irgendwas Oranges, damit sich das wenigstens lohnt? Weiß es nicht. Naja, dann hol ich mir mal schnell den orangen Farbstoff. Ja, das tut mir jetzt sehr leid, ich habe nur 2-mal orangen Farbstoff gefunden. Das heißt, ich muss ja ein bisschen die Zivilisation aus... Oh, das ging jetzt schnell. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet. Ja, aber ihr dürft leben. Ihr dürft leben, ja? So. Und ihr dürft euch auch vermehren jetzt wieder. Jetzt habt ihr nämlich die richtige Farbe. Hier ist leider Farbenrassismus. Wie viele waren das denn? Müssen 4 Schafe? Habe ich gerade 3 mit einem Schlag gemacht? Ja, und dann würde ich sagen, jetzt erstmal in den Nether. Und hier wird euch wird morgen wohl dasselbe bevorstehen oder in der nächsten Folge. Ja, und du hast das Glück, du läufst frei rum. Dich kann ich dann demnächst ganz easy... Nee, warte mal, das mache ich jetzt schon. Bevor du mir noch wegläufst. Du kannst schon mal hier in ein leeres Gatter laufen. Weil ich denn ein leeres Gatter... Ist das... Da Sonne ist doch leer. Guck mal, das ist doch schön. Das gefällt dir doch bestimmt hier drin, oder? Ist nicht hier... Hä? Ja? Genau, das gefällt dir doch hier. Da, bleib einfach da. So, dann kann ich nämlich hier auch leichter raus. So... Du bleibst einfach hier. Ja, sieht gut aus. Und ich schau mal im Nether nach neuem Rack. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg bis hier in die 1.16 laufen. Hier dieses rosa Schaf. Das hat Glück, dass es dieses Ringelschwänzchen und diese Stickdose im Gesicht hat. Dadurch ist es begnadigt worden, weil sie am Schweineland lebt. Ja. So, die Frage ist natürlich... Wie sinnvoll ist jetzt durch den Nether fliegen? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber vielleicht probiere ich es ja mal aus. Ich meine, wofür habe ich denn jetzt die Elytra? Ja. Was meinst du? Die man aufsetze? Probier das gleich mal aus. Also den Anfang des Ganges mache ich natürlich wie gewohnt mit dem Schiffchen. So. Wenn das Schiff eben mit dem Schiff geht es ja am allerschnellsten. Ja, Herbert. Ich muss mal kurz wohin. So. Also, dann bis in den Nether bitte. Also, wir sind schon im Nether. Ja, dann bitte bis ins 1.16er Gebiet, damit dort die Chance auf Netherite und antiken Schrott besteht. So. Also, jetzt geht's hier runter. Dann einmal die ganze Eisstrecke lang düsen. Ich dachte, das schon schneller wieder auf. Ja, jetzt geht's nicht zu den Twalischen Spielen, sondern hierhin zu den höllischen Spielen. So, und dann wollen wir doch einfach mal gucken, wenn ich jetzt hier eine kleine Rampe mache, so, Rakete und, ui, das läuft doch ganz gut. Ja,
Oh, das war's schon. Naja, gut, ich meine, das war ja immerhin ganz gut für den Anfang. Aber ich bin noch nicht in mein 16er Gebiet. Ich kann jetzt noch eine Rampe bauen. Oh, ja, gut. Das ist ja jetzt, ist das davon schon das ein 16er Gebiet? Das ist ein 16er Gebiet, da kann man ja an der Tür beim Portal. Ich sehe keine Tür, das ist nicht schön. Dann gehe ich noch ein zweiter. Dann war das hoffentlich. Ja, das da vorne ist schon das ein 16er Gebiet. Da muss ich jetzt keine Rakete mehr vergeuden. Das muss doch das ein 16er Gebiet sein. So. Okay, also. Jetzt kam gerade die Nachricht. Ich war am Wochenende mit Zimt und Kano verabredet und jetzt kam gerade die Nachricht rein. Jackie kommt mit. Oh. Okay. Jackie. Okay. Ich, baue hier mal ab. Oh, das war jetzt ungünstig mit dem Shader. Wieso leuchten da denn die, der Boden auf? Da denkt man ja ständig, da ist Lava drunter. Das ist ja nervig. So, aber. Ich will ja. Ah! Nee, ich dachte jetzt wirklich, da wäre Lava. Also, ey, da denkt man jedes Mal, da ist Lava drunter. Das ist ja voll unfair. Was ist, wenn da mal wirklich Lava drunter ist? Ja, wie bei der Wolfsgeschichte. So. Und jetzt leuchtet es nicht mehr auf. Kann sich das mal bitte entscheiden hier? Ja. Auf jeden Fall kann ich hier. Ganz gut. Warte mal, sieht die Spitzhacke im Nieder anders aus? Oder meine normale? Ja, komisch. Naja, einmal hier durch. Einfach nur Netherrack, dass ich gleich ins Ofensystem ballere, aber das mache ich dann im Off. Aber hier fängt sie dann zu leuchten. Was soll das denn? Weil hier eine Fackel steht oder was? So. Oh, jetzt wollte ich gerade, die. Ah, mein Inventar ist voll. Ich wollte gerade die Schaufel rausholen, um den Kies abzubauen, weil Kies kann man ja auch immer gebrauchen. Das bringt natürlich nichts, wenn das Inventar schon voll ist. Ja, das geht einfach zu schnell. Das geht einfach immer zu schnell mit dem Inventar, dass das hier voll ist beim Rack abbauen. Aber was habe ich hier noch? Schwarzstein. Habe ich noch 3 Schwarzsteine dabei? Na gut. Und ein bisschen Quatsch schade natürlich auch nie. Ja, aber. Ich will mal hoffen, dass dann für das nächste Mal Außenfassade weitergeht. Ja, jetzt habe ich, wollte ich noch was erzählen. Die Karaoke-Bar ist ja fertig. Und ich wollte die ganz gerne eröffnen, nur dann kamen ja diverse andere Sachen dazwischen. Mehrere Corona-Infektionen und, was war das andere? Ach ja, die Toilischen Spiele. Mussten mich das immer wieder verschieben lassen. Jetzt möchte ich gleich ankündigen, für die, für den nächsten Hostday dann die Karaoke-Bar zu eröffnen. Aber, hier leuchtet sie überall. Aber, erstes Mal haben sie sich ja wieder beschwert, dass bei mir die Partys immer so schwach sind. Ich meine, die waren ja nach den falschen Spielen auch bei mir. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, dass sie da sich meinen Pool angucken wollen. Und dann haben sie sich beschwert, dass ich halt nicht mal was zu essen hatte. Also habe ich diesmal schon Kuchen gebacken und den in der Karaoke-Bar aufgestellt. Und außerdem habe ich, wollte ich gerne Bier machen. Und Bier kenne ich von der Springfield Map. Und hätte gerne das Bier von der Springfield Map auch mitgebracht. Allerdings, beziehungsweise, was heißt mitgebracht? Ich hätte es halt einfach gerne nachgebraut. Das ist ja im Prinzip, dachte ich, einfach nur irgendein Trank. Ja, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Also die haben das natürlich in der Springfield Map Duff oder Duff. Duff? Duff? Wer hat das? Duff-Bier genannt. Und ich habe nicht rausgefunden, wie man das nachbraut. Habe dann natürlich recherchiert. Und der Effekt, den ich haben möchte, der heißt tatsächlich Übelkeit. Und ich habe rausgefunden, ich meine, klar, mit Commands kriege ich den auch auf einen Trank. Aber tatsächlich ist der, bekomme ich den nur von Kugelfisch. Das ist blöd. Aber ich möchte natürlich trotzdem mal zeigen, wie das jetzt so ist, dieses Bierchen. In Springfield und dafür speichere ich uns hier den Rückweg und zeige das einfach mal. Ja, hier bin ich jetzt in Springfield beim Original der Karaoke-Bar. Man sieht, hier stehen andere Gebäude nebendran. Dann ist Krusty Burger. Und da hinten ist eine Messerküste.
Und ja, ich gehe jetzt mal in die Karaoke-Bar hinein. Ist leider gerade noch nichts los, es ist noch zu früh. Aber ich trinke jetzt mal ein Duff-Bier. Das hat direkt Schaden, Blindheit, Übelkeit und Langsamkeit. Und so geht es, wenn ich das getrunken habe. Ist das nicht toll? Hallo, Tür zum. Was steht da? Ich kann nicht lesen. Backstage. Hallo, Tür zum Backstage. Und dann gehe ich jetzt mal auf. Irgendwo hier ging es doch hoch. Ah, da geht's auf die. Ja. Hallo, jetzt bin ich ja hier auf der Bühne. Immer Musik. Okay. Ja, ist. Ich sing jetzt hier nicht. Nee, ich sing jetzt hier nicht. Ich guck mal, ich mach mal raus. Hier ist Fire-Exit. Fire-Exit. Was hier? Ich muss mich. Ich glaube, ich muss mich. Was ist das Wasserturm? Ja, den habe ich in Askala natürlich nicht. Aber dahin ist der Duff. Ich glaube, ich sollte mal wieder. Ich gehe jetzt besser wieder weg von ihr. Ich brauche den Eimer Milch. Ja, Milch hilft zum Glück immer. Ja, ein schöner Wasserturm hier. Könnte ich eigentlich auch mal in Askalon bauen. Ja. Was war da hinten? Ne, wo war ich? Ah, da! Ja, einen ähnlichen Duffman habe ich ja. Ach Quatsch, Duffman, den Donutman habe ich ja in. Bei den Quasilu Studios gebaut. Allerdings war das ein anderer, oder? Das ist nicht der. Nee. Ja, man sieht, hier ist noch viel, was man noch nachbauen kann. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Hier, das ist das Original der Karaoke-Bar. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch zeigen, dieses Gebäude ist das nächste, was ich im verbrannten Land im Off nachbauen werde. Allerdings ist das keine Off-Aufgabe zur Entspannung. Und das hier habe ich bereits fertig. Und ich sage jetzt mal tschüss, Springfield Map, weil die habe ich ja gar nicht selbst gebaut. Die will ich mir gar nicht so viel angucken. Stattdessen bin ich hier jetzt natürlich wieder. Hallo Papagei. Hallo Papagei. Stattdessen möchte ich das nächste Top Trunks Vieh präsentieren. Und anders als der Hund vom letzten Mal, den ich ja so schön hier absetzen konnte. Oh, und er mag wohl die Papageien. Die Papageien und die Hunde verstehen. Nee, achso, jetzt habe ich sie aufgeschreckt. Tut mir leid, hattet ihr euch gerade so gut mit den Papageien verstanden? Kommt ja der nächste. Okay. Allerdings das nächste Vieh, das läuft schneller gerne mal weg, beziehungsweise lässt sich nicht so leicht zähmen. Deswegen habe ich mir hier mal einen kleinen Zaun gemacht. Und zwar ist das nächste Vieh der Ozelot. Ja. Ja, der ist 0,7 Blöcke hoch, 0,6 Blöcke breit, hat einen Angriff von nur 3. Was, er kann angreifen? Noch gar nicht mitgekriegt. Ja, die sind halt auch relativ selten. Komm, greif den Papagei! Greif den Papagei an! Hat Gesundheit von 10 und einen Top-Trumps-Faktor von 41. Diese süßen kleinen Katzen zeigen nur dann Krallen, wenn sie ein Huhn sehen. Okay, das muss ich ausprobieren. Ansonsten können sie sehr nützlich sein. Zähme sie und halte sie in der Nähe deiner Basis, um Creeper fernzuhalten. Genau, denn sie verjagen tatsächlich Creeper und das mit den Hühnern will ich doch mal kurz ausprobieren. Also das ist kein Huhn, das ist ein Papagei. Ja, mal schauen, was passiert. Und sie greifen das Huhn. Oh, sie mengen tatsächlich keine Hühner. Mal gucken. Oh, was ein Massaker. Was für ein Massaker. So, jetzt was für ein Massaker. Die armen. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Die armen Hühner. Nein, ein Massaker ist das. Oh nein. So, komm, ich hab noch mehr für euch. So. Oh, die Hühner. Ach, die armen Tiere. Die armen, armen Tiere. Ja, oh. Das eine wird verschont? Nee, auch nicht. Okay. Und da drüben höre ich schon wieder, die sind immer noch am Ballern. Ja, ich sag dann mal für diese Folge. Hallo, Ender Drache. Arrivederci, over and out.